In diesem Video gibt es leckere Rezepte aus dem Sandwichmaker. Von süß bis salzig, von Kartoffeln bis Schokolade ist alles mit dabei. Lass dich inspirieren und auf neue Ideen bringen, was du alles aus dem Sandwichmaker zaubern kannst. Willkommen bei der Lifehackerin. Unser Video mit den Rezeptideen für den Sandwichmaker ist bei euch sehr gut angekommen. Und als wir vor ein paar Wochen auf Instagram gefragt haben, ob wir nochmals neue Sandwichmaker-Rezepte kreieren sollen, war der Ja-Stimmenanteil bei über 90%. Zustimmungswerte, die sich PolitikerInnen wünschen würden. Und deshalb gibt es hier neue Sandwichmaker-Ideen von uns. Und wir starten gleich mit einem salzigen Snack mit Blätterteig. Aus dem Teig 4 etwa gleich große Quadrate schneiden und 2 davon gleich in den Sandwichmaker legen. In die Vertiefungen kommt nun etwas Frischkäse. Ich habe mich für einen mit Kräutern entschieden. Dazu gebe ich noch klein geschnittene Tomaten und Basilikum. Das kannst du aber auch weglassen oder ersetzen, zum Beispiel mit Schinken oder Champignons. Dann mit je einem weiteren Teigstück bedecken. Festdrücken brauchst du es nicht, denn das macht das Gerät dann automatisch. Deckel zu und an den Strom anschließen. Nach 5 Minuten ein erstes Mal schauen, wie weit die Blätterteigtaschen schon sind. Je nach Gerät dauert es insgesamt so zwischen 5 bis maximal 15 Minuten. Ich nehme meine nun nach 8 Minuten aus dem Sandwichmaker. Total lecker. Ich liebe sowieso solche Blätterteiggebäcke. Richtig gut. Kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel auch wenn Besuch kommt, als Fingerfood. Ist ja auch schnell gemacht, kann auch noch spontan gemacht werden, wenn der Besuch sich nicht angemeldet hat, wenn man Blätterteig zu Hause hat. Oder ich könnte mir es auch vorstellen, so mit einem schönen Salatteller dann als vollwertige Mahlzeit. Als nächstes probieren wir uns an einem richtig typisch schweizerischen Gericht, nämlich Rösti, also Kartoffelrösti. Dazu haben wir die Kartoffeln schon vorgekocht und wie es weitergeht, zeige ich dir jetzt. Die gekochten Kartoffeln schälen und anschließend reibe ich sie über die sogenannte Rösti-Raffel, also eine grobe Küchenreibe. Die geriebenen Kartoffeln mit Salz, Pfeffer und etwas klein gehacktem Rosmarin würzen. Damit mir die Rösti sicher nicht kleben bleibt, fette ich die Form mit etwas Butter ein. Anschließend fülle ich die Vertiefungen mit je einem kleinen Berg der geriebenen Kartoffeln und lasse die Rösti brutzeln. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um eine Art Soße dazu. Eine Variante wäre ein leckerer Kräuterquark als Dip. Oder um es ein bisschen deftiger zu machen, presse ich eine Knoblauchzehe und mische die mit etwas Öl zu einer Paste, welche ich später über die Rösti-Taschen streichen werde. Wenn du Knoblauch presst, brauchst du den übrigens vorgängig nicht zu schälen. Einfach mit Schale pressen, die Schale bleibt dir in der Presse hängen und du hast Zeit gespart. Auch die Rösti im Auge behalten und zwischendurch mal reinschauen. Diese werden nun aber etwas länger brauchen. Bei mir waren es am Schluss 18 Minuten, denn wir wollen ja eine schöne, krosse Kruste haben. Allenfalls mit der Knoblauchpaste bestreichen und bereit zum Genießen.
also ich würde sagen, die klassischen, das geht als Schweizer Rösti durch. Hier, da mit dem Knoblauch, da drückt dann vielleicht meine tschechische Seite durch. Ich teste das mal. Wie Bramboračky, also tschechische Kartoffelpuffer. Richtig lecker. Der Tortilla-Hack war ja letztes Jahr in aller Munde, vor allem auf TikTok, dass man so vier Zonen einrichtet und sie dann so entsprechend zusammenfaltet. Da dachten wir, wir können sowas auch mal versuchen mit dem Sandwichmaker. Wir müssen sie allerdings anders falten, dass es richtig gut funktioniert im Sandwichmaker. Aber alles der Reihe nach, hier kommt unser Tortilla-Rezept. Bevor wir uns den Tortillas zuwenden, mache ich noch schnell eine Guacamole als Beilage dazu. Um den Avocadokern zu entfernen, einfach von hinten einmal drücken, dann fällt er raus und du musst den nicht umständlich mit Löffel oder Messer entfernen. Die Avocado zerdrücken. Etwas Limettensaft drüber geben. Dann gebe ich noch etwas gehackte Tomaten und Zwiebeln dazu und dann noch Gewürze. Ich verwende Salz, Pfeffer, eine mexikanische Würzmischung, Koriander, Kreuzkümmel und etwas Cayennepfeffer. Chili hätte da auch noch wunderbar gepasst. Wenn's passt, beiseite stellen und dann nehme ich zwei Tortillas und reibe in die Mitte etwas Käse. Ich habe hier leckeren Gruyère-Käse, du kannst aber jeden beliebigen Käse verwenden, den du magst. Emmentaler, Cheddar oder auch Mozzarella, was du willst. Anschließend klappen wir die Tortilla so zusammen, dass ein kleines Paket entsteht, das in etwa quadratisch ist, und geben das in den Sandwichmaker. Auch die zweite Tortilla falten und dann dauert es rund 5 Minuten, bis wir die Tortillataschen rausnehmen und in zwei schneiden können. Schön käsig. Ich liebe Gruyère-Käse, auch wenn der jetzt nicht so krass Fäden zieht, könnte man sicher noch mit anderem Käse Mozzarella so machen, dass er stärker Fäden zieht, aber für den Geschmack total lecker. Ich esse weiter. Ich wollte unbedingt auch ein süßes Rezept in diesem Video haben und habe dazu ein altes Rezept von uns auf den Sandwichmaker umgemünzt, nämlich aus zwei Zutaten einen Schokokuchen herstellen. Dazu brauchst du Nutella oder einen anderen Schoko-Haselnuss-Aufstrich und ein Ei. Wie du das Ganze in einer Tasse in der Mikrowelle zubereitest, siehst du hier, und wie es im Sandwichmaker geht, zeige ich dir jetzt. Das Ei aufschlagen und schön schaumig schlagen. Dann kommen 4 Esslöffel Nutella dazu. Wie gesagt, du kannst auch einen anderen Schoko-Haselnuss-Aufstrich nehmen. Wichtig ist einfach, dass der nicht nur schokoladig ist, sondern eben auch noch einen Nussanteil drin hat. Das Ganze nun richtig gut mischen, dass sich das Ei mit der Schoko-Haselnuss-Masse richtig gut verbindet. Dann vorsichtig in die Form füllen und Achtung, überfülle sie nicht. Ich würde bei mir sagen, gutes Augenmaß. Das geht nun wirklich schnell, nur rund 3 bis 4 Minuten, dann ist der Kuchen bereits fertig. Er lässt sich aber wohl noch nicht gut aus der Form nehmen, weil er sehr weich ist. Am besten so in der Form noch 2-3 Minuten etwas auskühlen lassen und dann ganz vorsichtig aus der Form heben.
richtig gut gelingt, haben wir sogar noch einen flüssigen Kern. Darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet. Das ist wirklich richtig gut. So warm, frische geht's nicht. Innen noch ein flüssiger Kern. Oh, total lecker. Ah, jetzt schon Fan davon. Das esse ich nachher gleich alles auf. Aber auch die anderen Rezepte total lecker. Und ich glaube, das mit frisch genießen ist eine dringende Empfehlung für alle der 4 Rezepte. Ich gebe es zu, ich bin ein bisschen verliebt in unsere Rezepte mit dem Sandwichmaker und ich habe irrsinnig Spaß, da immer weiterzumachen und neue Rezepte zu erfinden. Weitere Sandwichmaker-Hacks von uns findest du auf jeden Fall in diesem Video. Lass dich da auch inspirieren. Ich wünsche dir viel Spaß dann auch beim Nachkochen und wir sehen uns beim nächsten Hack. Bis dann, tschüss!